ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein Video und es ist wieder ein Storytime-Video. Eigentlich wollte ich euch diese Geschichte schon letzte Woche erzählen, aber dann ist ja dieser Zwischenfall im Zug dazwischen gekommen und ihr habt euch auf Twitter so gewünscht, dass ich ein Storytime-Video dazu mache. Deswegen habe ich erst das gedreht und jetzt kommen wir endlich dazu, dass ich euch diese Geschichte erzählen kann. Also, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Ich denke, ich fange einfach ganz von vorne an. Ich meine es schon mal irgendwann erwähnt zu haben, aber ich hatte in der Schule nicht Französisch, sondern Latein. Und in der 10. oder 11. Klasse, ich glaube, es war die 10. Klasse, haben wir einen Ausflug gemacht, eine Kursfahrt, eine Klassenfahrt mit allen Lateinkursen aus unserem Jahrgang. Und zwar war das dann eine Woche in Rom und dann noch eine Woche in Sorrent. Und wir waren zuerst in Rom und dann in Sorrent. Und da bin ich mitgefahren den einen Sommer und ja, wir waren erst in Rom, wie gesagt, und das war auch sehr schön und sehr interessant, besonders für mich, die ich ja sehr interessiert an Geschichte bin, war das sehr, sehr spannend. Und dann sind wir nach Sorrent gefahren für eine Woche und haben da verschiedene Ausflüge dann gemacht, also wir waren nicht die ganze Zeit in Sorrent, wir haben da auf so einem Campingplatz in Bungalows gewohnt. Und dann stand an einem Tag ein Ausflug auf die Insel Capri an. Ich kann euch leider nicht genau beschreiben, wie das da aufgebaut ist, denn das ist etwas kompliziert. Googelt es einfach. Aber man kann von der Küste von Sorrent aus einfach drumherum fahren und dann quasi nach Capri fahren. Also Capri ist irgendwo hier und Sorrent ist irgendwo da, wenn das Sinn macht. Wir wollten also den einen Tag einen Ausflug dahin machen und unsere Kursleiter haben am Abend vorher noch gesagt, es kann sein, dass es kalt wird morgen, weil es hatte die Tage vorher schon richtig krass geregnet. Es kann sein, dass es kalt wird morgen, zieht euch vielleicht ein bisschen wärmer an als die letzten Tage. Ich, Schlaukopf, ziehe mir natürlich erstmal für den Tag auf Capri eine Jeans an und dann halt einen Top und irgendwie so eine Jacke, die man darüber anziehen konnte. Also, das war schon der erste Fehler, aber es war morgens noch so kühl, dass ich dachte, das passt bestimmt, wenn das jetzt so bei der Temperatur bleibt, dann bin ich good to go. Und dann sind wir runtergegangen an den Strand, der da war. Also, es war nicht wirklich ein Strand, sondern es waren so Klippen einfach und da konnte man dann halt ins Wasser springen und da konnte man so eine Treppe runtergehen und dann war da quasi dieses kleine Boot, mit dem wir rübergefahren sind. Nach Capri. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange die Fahrt gedauert hat. Eine Stunde oder so, ein bisschen länger, eineinhalb Stunden. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Googelt es einfach. Es war auf jeden Fall jetzt nicht so eine furchtbar kurze Fahrt. Und wir dann da alle auf dieses Boot gestiegen. Ich bin sowieso ein Mensch. Mir wird richtig schnell schlecht beim Busfahren, beim Autofahren, beim Zugfahren geht mittlerweile, weil ich ja so häufig Zug fahre. Aber ja, ich werde sehr schnell reisekrank, seekrank, was auch immer. Wir also alle in dieses Boot gestiegen. Ich dachte schon so, das wird keine schöne Fahrt für mich, denn ich werde sehr schnell reisekrank. Mir wird schlecht im Bus, mir wird schlecht im Auto, mir wird schlecht auf Schiffen. Im Zug geht es mittlerweile, das wackelt ja aber auch nicht so krass und ich fahre halt auch ziemlich häufig Zug, deswegen geht das einigermaßen, aber alles andere, no way, no how, mir wird schlecht jedes Mal. Und wir haben uns alle da in dieses Boot gesetzt, ne, manche noch so, setzen sich da richtig cool in ihren Sitz, ja, holen sich irgendwie noch eine Zigarette raus oder so. Und wir fahren los und die Fahrt war echt nicht kurz. Ich weiß nicht mehr, wie lang die Fahrt war, ich glaube eine Stunde, eineinhalb Stunden, keine Ahnung, googelt es. Aber es war nicht so mega eine kurze Fahrt jetzt. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit zusammengerissen und mir wurde immer übler und immer übler. Denn wir hatten das Glück, dass der Seegang an dem Tag einfach mal so krass war, dass das Boot einfach so ging die ganze Zeit. Und das war jetzt ein kleines Boot, aber so klein war das jetzt auch nicht, dass das so gehen muss im Wasser. Das war echt nicht mehr feierlich. Also es hat nicht gestürmt, aber es waren halt einfach mega krasse Wellen. Und ich habe mich da einfach nur an meinem Sitz festgeklammert und mein damaliger Freund hat mir immer gut zugeredet, weil er halt wusste, dass es mir nicht gut geht. Und ich dachte immer nur so, oh Gott, nein, oh nein, oh mein Gott, ich muss mich übergeben, ich muss mich übergeben. Und er hat die ganze Zeit gut auf mich eingeredet und ich habe mich echt zusammengerissen. Und dann hat man Capri schon gesehen und ich dachte so, ich kann es schaffen, ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen, mich nicht zu übergeben, mich nicht komplett hier zum Affen zu machen. Ich kann es schaffen. Und wir haben wirklich Capri schon gesehen und da war auch ein Hafen. Und ich dachte, das ist der Hafen, in den wir reinfahren. Und mein damaliger Freund dachte das auch und meinte so, guck, wir sind gleich da, du kannst es schaffen. Und ich so, ja, ich kann es schaffen. Und wir fahren auf diese Insel zu.
Und dann, kurz vor dem Hafen, macht das Boot einfach so und fährt nochmal um die halbe Insel rum, weil einfach der Hafen, den wir da gesehen haben, der war irgendwie, musste man da extra für zahlen oder so, damit man da anlegen darf. Und deswegen sind wir noch einmal ganz rumgefahren zu einem anderen Hafen. Und als ich das mitbekommen habe, als das Boot, in dem Moment, in dem das Boot zugemacht hat vor dem Hafen, ja, dachte ich so, okay, es soll anscheinend passieren. Und in dem Moment war es echt vorbei. Dann ein paar Sekunden später habe ich mich einfach über die Reling gehängt und habe mich mit Verlaub ausgekotzt, weil es echt nicht mehr ging. Und mir war so schlecht, ich habe mich so schlecht gefühlt und ich habe mich irgendwann umgedreht zu meinem damaligen Freund und meinte so, ich habe das ganze Boot angekotzt von außen und er nur so, ja, macht nichts, geht wieder ab, kotzt dich aus, könnt ihr. ja, also mir ging es echt richtig schlecht und ich war so traurig, ich war richtig verzweifelt, weil ich mich noch so zusammengerissen hatte und ich so dachte, oh, ich kann das doch schaffen. Und ich habe den Hafen noch gesehen und dann, was willst du tun? Es hat einfach nicht, es sollte einfach nicht sein. Auf jeden Fall komme ich dann irgendwann hoch, beug mich hoch irgendwie, drehe mich um, um zu gucken, ob sich irgendjemand fertig macht über mich oder lacht oder so. Nein, irgendwie die Hälfte von den Menschen, die auf dem Boot waren, also mindestens die Hälfte, hängt über der Reling und kotzt. Also wirklich, ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen kotzen sehen. Das klingt, ist echt ein bisschen eklig, sorry. Aber es war wirklich... Es war wirklich krass. Ich glaube, die Lehrer dachten sich auch so, cool, geiler Ausflug, wenn die über die Hälfte deiner Schüler einfach schon, bevor du überhaupt am Ausflugsziel bist, schon nicht mehr kann, dann weißt du Bescheid. Also es war echt nicht so feierlich. Wir haben es dann irgendwann mit Ach und Krach tatsächlich noch in diesen Hafen geschafft und sind dann da eben aus dem Boot ausgestiegen und mir war so schlecht. Es hat sich immer noch alles gedreht. Mir war sogar noch schlechter, nachdem ich aus dem Boot ausgestiegen bin. Also die erste halbe Stunde oder so danach war mir noch übler als auf dem Boot. Ich weiß nicht warum, aber es war echt schlimm. Ich hatte echt kurz das Gefühl, dass ich einfach ohnmächtig werde, weil sich echt alles gedreht hat bei mir. Ich hatte das noch nie, dass ich so krass reisekrank war. Und dann haben unsere Lehrer halt gesagt, okay, wir wollten zu so einer Ruine ganz oben nach Capri hoch. Also Capri ist halt... ziemlich, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, eine ziemlich hohe Insel. Und wir wollen halt diesen ganzen Weg ganz nach oben an die Spitze gehen. Und da sollte irgendwie so eine Ruine sein, die wir uns angucken wollen. Und dann haben ein paar Lehrer vorgeschlagen, dass man doch für die Schüler, denen es so schlecht ging auf dem Boot, dass man denen das ja nicht zutrauen kann, dass sie diesen ganzen Weg zu Fuß laufen müssen, weil es ihnen halt noch so schlecht geht, dass man doch stattdessen einen Bus sich suchen kann oder ein Taxi oder so und die Leute dann da reinsetzen kann. Ich glaube, es war irgendwie ein Taxi oder so ein großes Großraumtaxi oder irgendwie sowas. Und dann sollten wir damit hochfahren. Irgendwie die halbe Strecke irgendwie bis zur Innenstadt oder so. Und mir war ja schon, ich war ja schon krank vom Bootfahren. Ich denke mir so, hä, wollt ihr mich jetzt noch in ein Auto setzen? Dann konnte ich doch erst recht alles voll. Nein, danke, vielen Dank, nein. Es haben sich dann ein paar Leute in dieses, ich weiß nicht mehr, was es war, Boot oder Taxi, Boot, Taxi oder Bus reingesetzt. Und ich nicht, weil ich so dachte, also ehrlich nicht, ich kann mir das jetzt wirklich nicht noch zumuten. Dann sind wir losgewandert. Und wie wir so losgewandert sind, wurde es immer wärmer und immer wärmer und immer wärmer. Und ich dachte so, cool, war wohl nichts mit einem kalten Tag, ne? Super Idee mit der Jeans. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwie war ich auch eine der wenigen, die es fertig gebracht hat, eine lange Hose anzuziehen. Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann. Wieso ich so eine lange Hose angezogen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht, was da kaputt war in dem Moment. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann da losgestapft. Mir war immer noch mega schlecht. Dazu kommt, dass ich extrem Höhenangst habe. Und man teilweise wirklich extrem, ja, so sehr steil hochgegangen ist. Und man dann beim Runtergucken... eben diese Stadt gesehen hat, die da an einem, also an diesem Abhang war und es war einfach, oh mein Gott, wir sind an diesen Berg hochgegangen und das ist wirklich eigentlich im Nachhinein, wenn ich mir so die Fotos angucke, denke ich mir, das ist so eine schöne Insel. Es ist so schön da, wirklich. Das Wasser ist so blau und so schön und diese ganze Insel ist wunderschön und das Wetter war wunderschön. Aber ich hatte einfach, es war nicht mein Tag, mir war schlecht, ich hatte mich da schon übergeben. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein, weil es immer wärmer wurde und ich zu warm angezogen war.
Ich hatte Höhenangst und wir mussten diesen Berg hochstapfen. Ich bin sowieso mega unsportlich, das heißt, ich war noch komplett außer Puste. Das war echt nicht feierlich. Und dann waren wir irgendwann ganz oben angekommen. Und ich war echt kurz mit dem Nervenzusammenbruch, es ging echt nicht mehr. Also, das war ganz cool, sich das da anzugucken, aber es war halt auch jetzt nicht so mega viel. Also, die haben uns damit immer angespornt, so, und wenn wir oben sind, dann gucken wir uns das an, dann gucken wir uns das an, dann gucken wir uns das an. Und es war auch ganz cool, aber ich konnte es irgendwie wirklich nicht genießen, weil es mir so schlecht ging. Und ja, wir sind dann irgendwann nochmal runter in die Stadt gegangen und haben uns da Sachen angeguckt, haben uns aber auch die meiste Zeit nur in den Schatten gesetzt, weil es wirklich sehr, sehr warm war und haben was getrunken. Dann sind wir noch runtergegangen an den Strand. Das ist aber so ein Steinstrand gewesen, kein Sandstrand. Und ich konnte nicht schwimmen gehen, weil ich keine Schwimmsachen dabei hatte. Cool. Ich hatte keinen Bikini drunter, nichts. Ich hatte auch kein Handtuch mitgenommen. Und ich hatte meine super tolle Jeans an und saß dann da am Strand mit ein paar Freundinnen und habe mich irgendwie mit denen unterhalten. Dann haben wir uns dann Eis gekauft und so. Mein Glück war, dass eine von meinen Mitschülerinnen solche Tabletten gegen Reiseübelkeit dabei hatte und mir dann eine gegeben hat, bevor wir zurückgefahren sind. Ich habe die dann noch rechtzeitig genommen, dass sie noch Zeit hat zu wirken. Und die Rückfahrt war wunderschön. Es war frisch, es ging nicht so krass, es war nicht so krass Wellengang und es war wirklich sehr schön und ich konnte das dann auch irgendwie mal genießen. Im Nachhinein dachte ich mir noch so, der arme Mensch, dem dieses Boot gehört hat, mit dem wir hingefahren sind. Also ich weiß nicht, vielleicht passiert ihm das auch öfter, aber das muss ja echt scheiße sein, wenn du irgendwie so eine ganze Truppe pubertierender Teenager auf so eine Insel fährst, irgendwie über eine Stunde lang und dir sowieso schon denkst, oh mein Gott, die sind mega anstrengend, keine Ahnung, rauchen auf meinem Boot und sind laut und was weiß ich. Und wenn die dann auch noch alle anfangen zu kotzen und du dir alles wieder sauber machen kannst, war bestimmt auch nicht schön. Ja, das war die Horror-Story von meinem Trip nach Capri. Sie war ein bisschen kürzer wahrscheinlich als die letzte, aber die letzte war auch sehr lang. Weiß ich nicht, lasst mich wissen, wie das bei euch so ist. Seid ihr so Menschen, denen extrem schnell schlecht wird im Bus oder im Zug oder auf Schiffen? Oder seid ihr da so richtig knallhart, dass euch sowas überhaupt nicht erschüttern kann? Und wart ihr schon mal selber in Italien? Wart ihr auch schon mal auf Capri? Und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Oder in Sorrent? Oder in Rom? Ja, lasst mich das gerne wissen und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, dann lasst mich das natürlich auch gerne wissen. Das würde mich auch total interessieren. Ich habe natürlich noch ein paar Stories für euch, aber vielleicht wollt ihr auch einfach mal irgendwas anderes sehen von mir. Dann schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Und jetzt kommen wir auch schon zum Shoutout der Woche. Und den werde ich euch wie immer hier gleich einblenden. Und der Shoutout geht diese Woche an @annie_rosi2016. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es dir so, so sehr gewünscht. Und jetzt kriegst du den Shoutout endlich. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass du dich darüber freust. Ich weiß, du warst jetzt die letzten Male ein bisschen enttäuscht, dass du den nicht bekommen hast, aber da ist er. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr mögt, dann folgt ihr gerne auf Twitter. Ja, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Es ist wirklich heftig, wie sehr du mich unterstützt. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn ihr den Shoutout auch gerne gehabt hättet, dann gilt natürlich wie immer. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber bitte, bitte seid nicht enttäuscht. Wie gesagt, ich sehe euch wirklich und wenn ihr mir auf Twitter folgt und fleißig liked und retweetet, dann steht dem Shoutout auch eigentlich nichts im Wege. Und jetzt verlinke ich euch hier auf dieser Seite wieder mal meine beiden letzten Videos. Falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet, schaltet da gerne einmal rein. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.